1989, Capcom. Im Jahr 2000X wurde ein Superroboter namens Mega Man geschaffen. Dr. Knight schuf Mega Man, um die bösen Machenschaften von Dr. Wily zu stoppen. Naja, egal. Nachdem Dr. Wily besiegt wurde, kreierte er 8 von seinen eigenen Robotern, um Mega Man zurück, um es Mega Man zurück zu, naja, wie auch immer, vergesst es einfach, Leute, ich kann kein Englisch, so. Also, er möchte Mega Man zurückschlagen, es heimzahlen, wie auch immer. Mega Man 2. Ja, ich hab's angekündigt, ich werde die, Teile danach jedenfalls nicht let's playen, nein. Und das hier wollte ich eigentlich auch nicht let's playen. Das kommt halt nur, weil ich an einem Let's Race teilnehme, von dem ich die Teilnehmer gerade nicht im Kopf habe, die ich unten in die Videobeschreibung reinschreibe. Ja, das hier ist so eine Art, wie wir es ausgemacht haben, Null-Part. Weil die Dings, die Parts. Also bei um den Let's Race geht's so. Es wird nicht die Zeit gezählt, es geht nach den Parts. Und zwar wird ab dem Part gezählt, ab dem Mega Man die erste Stage betritt. Das mache ich hier natürlich noch nicht. Und ich weiß nicht, ob es was bringt, indem ich hier hin und her drücke, ob dann nicht das Intro nochmal kommt. Weil normalerweise, naja, egal. Wie gesagt, Let's Race. Es wird nach Parts gezählt. Der Part, ab dem Part, wo Mega Man die erste Stage betritt. Zu meinen Missgunsten wird das Spiel auf Default-Geschwindigkeit laufen. Was nicht hier, im Moment läuft es auf 60 FPS. Es wird aber auf 50 FPS laufen, auf der Default-Geschwindigkeit. Das müsste auch die, also so wie, glaube ich weiß nicht, ob das in der PAL-Version damals so war. Ich habe keine NES hier stehen und auch keinen Mega Man. Ob das damals so war, dass in der PAL-Geschwindigkeit auch nur 50 FPS, aber ich glaube schon. Also 50 FPS, die Musik ist halt ein bisschen langsamer und das Spiel ist auch so an sich ein bisschen langsamer. Vor allem bei der Musik stört es mich, weil eigentlich sowas wie Dr. Wily Stage 1 muss man in Originalgeschwindigkeit anhören, aber naja. Jo, habe ich jetzt auf Normal geklickt? Nein, habe ich nicht. Ja, hier ist nochmal das Intro. Wie gesagt, Let's Race, Mega Man 2. Ich muss sagen, ich habe das Spiel schon so oft gespielt und ich weiß, also ich kenne mich ziemlich... Also ich, ich spiele es mehr oder weniger leider... Leider, was heißt leider? Ich spiele es mehr oder weniger in der Hard-Version eigentlich. Zumindest nachdem mir normal zu leicht wurde sozusagen, habe ich dann mir gedacht, ja, spiele ich mal in Hard. Und so hart ist es auch gar nicht in Hard, aber es ist schwerer, es ist wirklich schwerer. Und das Race wird aber so sein, dass man in Normalgeschwindigkeit, also, ja, genau. Im Schwierigkeitsgrad mit K. Ich verspreche mir, ich habe zu viel nicht mehr aufgenommen, zu viel, ja, bla 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 bla. Ja, ich habe zu lange nicht mehr aufgenommen, mein Mauszeiger ist im Bild, aber ich habe die Mauszeigerposition, glaube ich, deaktiviert, irgendwie, keine Ahnung. Zu lange habe ich nicht mehr aufgenommen. Ja, also Spiel wird auf Schwierigkeit normal laufen. Und auch in der normalen Default-Geschwindigkeit von 50 FPS und nicht 60, was ich ein bisschen doof finde, aber naja, okay. Jo. Ion wird nach diesem Let's Race erstmal wieder weitergehen, weil ich erstmal wieder eine Game-Time-Card kaufen muss, für um Ion-Account zu verlängern und so weiter. Und außerdem möchte ich auch mal andere Projekte starten, wie Metroid und Book of Unwritten Tales, genau. Ja. Ach ja, was für eine herrliche Musik. Muss ich auch noch dazu sagen, Mega Man 2, mein favorisierter Mega Man-Titel, weil es gibt kein besseres Mega Man. Echt nicht. Wirklich, das hier ist das Beste von allen. Auch die Musik, die ist Gott für mich. Dieses Intro alleine schon, das ist das epischste Intro von allen. Ich meine jetzt, das Mega Man 1 und Super Mario Land 2, also ich dachte, das war natürlich Ironie, aber das hier, ja, die Musik und der Text da unten, ich meine, ne, sowas gibt's ja überhaupt nicht in allen anderen Spielen, natürlich gibt's das in anderen Spielen auch, aber die Musik ist einfach super. Die Musik vom ganzen Spiel, also es gibt keine einzige Melodie, die mir irgendwie missfällt. Deswegen, okay, ich bin ein bisschen erkältet, ich habe gerade geschnieft, das ist scheiße. Das ist echt scheiße, so ein Fail. Ich könnte eigentlich genau jetzt die Aufnahme abbrechen und nochmal neu machen, weil ich jetzt geschnieft habe. Sorry. Ich bin ein bisschen erkältet. Aber egal. Mega Man 2, Let's Race. Ja. Und was halt noch ist, aber was klar ist, natürlich keine Save States und natürlich keine Turbo-Tasten und Cheats und Bugs und Glitches ausnutzen.
Wie zum Beispiel, es gibt ja diesen einen Glitch, wenn man irgendwie aus, wenn er ein Gegner ist und man bringt ihn irgendwie aus dem Bildschirm und dann geht man wieder hin, dann ist er irgendwie weg oder so. Das kommt bei mir immer manchmal automatisch. Also wenn das bei mir passiert, dann, sorry, kann ich da nichts dafür, außer es war Absicht. Und das ist natürlich dann auch doof, wie man sowas unterscheiden kann. Egal. Let's Race Mega Man 2 ab Freitag, nehme ich mal an, wenn sich noch die anderen melden. Wenn nicht, dann erst ab Sonntag oder Montag. Aber egal. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn nicht, dann schaut's halt nicht, wenn ihr nur wegen Ion dabei seid. Aber Leute, ich mache hier nicht nur Let's Plays wegen Ion, ne? Ist klar. Und Mega Man 2 möchte ich auch deshalb auch nur mein letztes Mega Man, weil die anderen wurden halt auch schon viel zu oft Let's Played. Also Mega Man an sich ist ja ein Spiel, was überhaupt noch von keinem Let's Played wurde. Nein, natürlich nicht. Ja, gut. Und außerdem habe ich über irgendwas in einem letzten Ion-Part habe ich auch noch gesagt, ja, Minecraft, nee, also da habe ich was Falsches gesagt, ne? Minecraft auf keinen Fall, auf keinen Fall wird das Let's Played. Vielleicht kommt mal ein Let's Show, aber kein Let's Play. So, das war's von eurem Toasty mit einer komischen Zahl dahinter. Jo, wir sehen uns bei dem Let's Race bei Iron, bei was auch immer, wenn ihr das Video überhaupt bis zu Ende angeguckt habt. Nochmal danke für meine 6 Abonnenten und tschüss, auf Wiedersehen, bis dahin.